Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance und wir spielen es weiter auf der Xbox Series X. Wir wissen natürlich, das Spiel ist schon älter. Weißt du nicht, dass du bei Nacht ein Licht haben musst? Oh, reden wir mit Hauptmann Bernd. Gott sei Dank, was er uns will. Grundausbildung. Ich komme wegen der Ausbildung. Hier kann ich dich nicht ausbilden. Komm zu mir, wenn ich beim Übungsplatz bin. Sehr wohl, Herr. Mein Gott, der hat doch die Stimme von Liam Neeson. Ich wüsste gern... Ist Herr Hanusch ein guter Lehnsherr? Wie ist Herr Hanusch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt, ist aber gutmütig dabei. Danke, das war alles. Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Gut. Gott behüte dich. Dann gehen wir mal los zum Platz. Wir brauchen aber eine Fackel, hat er gesagt, ne? Pass mal auf, die haben wir doch irgendwo. Ha, guck. Aber wo ist denn der Übungsplatz, ist die Frage, ne? Gehen wir doch mal hin. Gucken wir, ob wir die finden. Sagt denn die Karte? Warte beim Übungsplatz auf Hauptmann Bernard. Okay, mal hier weiterlaufen. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen im Dorf um. Hallo, gute Frau. Oh, ich kann sie auch direkt bestehlen. Das will ich natürlich nicht tun. So. Sondern wir haben noch mehr Quest-Aufgaben gehabt. Lass mal kurz gucken. Der ehrbare Dieb. Ohne Fleiß kein Preis. Warte mal, Jungs, okay. Na, okay. Wir können eigentlich nur das machen. Auf den Herrn Bernard warten. Das machen wir jetzt. Wenn ich wüsste, ob es hier der richtige Weg ist. Wir gehen mal links. Auch von der Karte her sieht es gut aus. Hallo. Lassen Sie mich vorbei. Ich bin Arzt. So. Na da. Schon besser, schon besser. Das ist eine kleine Abkürzung hier. Ich schiebe ja auch Wache gleichzeitig, muss man auch mal sagen. Hallo. Danke. So. Huch. Du hast entdeckt den Schuster. Ach, guck mal. Kurz mal zur Seite gerutscht und schon den Schuster entdeckt. Was hier? Ich bin auf dem Hauptweg. Was ist du denn für ein Strolch? Aus hier Robin Hood. Guck mal, das ist das Wichtigste. Hier ist die Schenke. Da wird noch schön. Oh, ist da noch was los heute Abend? Nee. So. Okay, der Übungsplatz ist da draußen. Du hast einen Schnellreiseort entdeckt. Waffe lieber wegstecken, nicht, dass irgendwas passiert. Oh, was ist hier draußen? Ein Lager? Wer wartet denn hier auf uns? Was entdeckt ein Lager? Da schnappe ich mir noch eine Kleinigkeit. Lecker, lecker. So, der Übungsplatz wird da oben sein denn, ne? Latai haben wir auch entdeckt, ja, das wissen wir ja schon. Da waren wir ja. Die Frage, ob es auf dem Übungsplatz auch was zu tun gibt. Mitten in der Nacht. Was ist das, der Übungsplatz da? Da oben? Okay. Kampfplatz, guck mal hier. Aber natürlich ist er nicht da um diese Zeit. Wäre auch so schön wahr gewesen zu sein. Hätte man vielleicht bis morgen früh warten sollen. Was finde ich denn hier so? Ich muss stehlen. Langstreckenpfeil.
Schild des Leibadels. Na, wir nehmen jetzt mal nichts davon weg, dass es da noch Ärger gibt. Kann ich die Zeit schon überspringen oder geht das nicht? Doch, da. Ich glaube, wir überspringen die Zeit einfach mal für 11 Stunden. Langsam kriege ich auch Hunger. Jetzt haben wir natürlich nicht geschlafen, aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Ach, das dauert aber auch. Im Schlafen geht es natürlich immer schneller. Ne? Aber so... Zack. So, da ist er doch schon, ne? Wir futtern nochmal schnell was. Ein leckeres Brezelchen, ein Brot und ein kleines Brötchen. So, was hat unsere Gesundheit? Energie 38, Sattheit 84. Oh, der ist nicht mehr so gut, der Linderbrei. Können wir auch fallen lassen. Aber dies hier essen. Jetzt sind wir hin. Achso, warte mal, unsere Fackel können wir wegpacken. So. Da. Beste Grüße. Beste Grüße. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen. Da Herr Ratzig es wünscht. Ah, und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Na, dann komm. Also gut? Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Alles Gute. Alles Gute. So. Ein Schwert habe ich. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Okay, im Kampf wird ein Gegner. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Versuchen Schlag wir. Aus verschiedenen Richtungen zu. Schön. Achso. Gut. So ist's recht. So ist's recht. Gut gemacht. So ist's recht. Ja, und jetzt? Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Gut. Nicht schlecht. Schön. Das genügt. Was? Zuschlagen, ich war gerade dabei. Und in Bewegung bleiben. Bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Na gut. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Okay. Gut. Was ist los? Hier, warte. Energie sammeln, dann geht's gleich los. Ja, du kriegst jetzt. Gut. Okay, kurze Pause wieder, ein bisschen Energie sammeln. Und los geht's. Los. Schön. Na, sagst du, alter Mann. Jetzt widmen wir uns der Verteidigung. Einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes. LB gedrückt und mein Gott, okay. Ach. Gut. Ah. Nicht so. Ja, warte. Gut gemacht. Ach. Schön.
Aha. Nicht schlecht. Dankeschön. Und jetzt? Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Oh. Hey, hey, hey. Nein, nein. Warten. Na, wie gefällt dir das? Hey. Guter Schlag. Alter. Siehst du? Zuerst locken, dann überrumpeln. Alter, pass auf. Voller Wind. Okay, das war nicht schlecht von ihm. Gut, das reicht. Okay. Ist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Das kann ich. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an, an der ich mein Schwert nicht halte. Gut gemacht. Nicht so. Genau. So ist's recht. Oh. Nicht so. Gut. Ah. Gut gemacht. Schön. Gefällt dir das? Und du? Gut. Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Hä? Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Ah, warte. Okay, nicht schlecht. Mieser Typ. Okay, gut, na komm her. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Nein, nochmal. Achso, der war das Block. Ach. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Ach. Das war zu früh. Okay. Genau. Nochmal. Finde den richtigen Rhythmus. Schau, wie sich das Schwert bewegt. Beweg dich gleichermaßen und wehr es ab. Ich versuche es. Mist. Nein, nicht so. Ja, ich versuche es doch. Ich bin zu früh. Nein, nochmal. Ja, los. Ah, so ist's recht. Ah, okay. Zu früh. Nein, nochmal. Ich weiß, ich weiß. Ah, warte, komm her. Schön. Nicht schlecht. Okay. Verdammt. Genau. So, und jetzt etwas schneller. Okay. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Na, das ist ja nett von dir. Ach, so ist's recht. Nein, nein, nein. Ja, ist ja gut. Ach, schön. Na los, komm her.
Sehr gut. Genau. Nein, nein, nein. Ja, das war dumm, ich weiß. Ich hab's ja gesehen. Zack. So ist's recht. Jetzt? Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Warte kurz, Heinrich. Na? Was geht's los? Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzigs geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Ratzig hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Na? Tag, Sohn des Schmieds. Edler Fatzke. Nee, eitler Fatzke. Bako. Komm her, kämpfen wir wieder. Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Was ist los? Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Okay. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Okay. Falsch! Mist, ich hab mich gesehen. Falsch. Nochmal. Was? Wie weiche ich denn aus? Ah, okay, nur so. Okay, das ist nicht so. So ist's recht. Nein, nochmal. Schön. Ja, gut, gar nicht so schwer. Nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Okay, schneller wird es dann schwierig sein. Lass niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Okay. Au! Genau. So ist's recht. So. Sehr gut. Jetzt richtig schnell. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Oh ja, ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Eine Finte. Bereite den Angriff vor, indem du RC gedrückt hältst. Wechsel die Angriffszone und starte den Angriff. Worauf wartest du? Nein! Nochmal! Oder? Was ist denn? Wartest du auf den Heiligen Geist? Gut gemacht! Ah, okay. Nee, ich weiß nicht. Nein. Warte, ich weiß nicht. Ah, warte. Nein! Nicht schlecht! Genau! Falsch. Sehr gut. Okay, das wieder rumhaut. Falsch. Nochmal. Nicht schlecht. Ja, so bin ich. Sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Das wäre natürlich aber cool. Aber nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles.
Du musst oft und hart üben. Du kannst hierher kommen und mit mir üben, wann immer dir danach ist und du nichts Besseres zu tun hast. Ich kann dir bestimmt noch etwas Neues beibringen. Cool. Warte. Er hat sich verlangt auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Okay. Ach, da ist doch der eitle Fatzke beim Bogenschießen. Mann, das nervt doch. Muss ich bestimmt mit denen noch irgendwie einen kleinen. Was Kleines austragen. Sollen wir wetten? Einen kleinen Fight? Das Wandern ist des Heinrichs Lust. Die Frage, wo man den Bogen schießt hier. Den ganzen Weg jetzt in den herlaufen? Schon ein bisschen nervig. Na, dann gehen wir mal hinterher. Hauptmann Bernhard. Ah, dann kriege ich wieder einen Bogen von ihm. Kann sogar den Bettler bestehlen. Wie mies ist das denn? Ach, guck mal hier. Wir gehen hier einen kleinen Heimlichweg. Den Schießstand entdeckt. Ah, okay. Da ist auch der eitle Fatzke. Ätzend. Aber naja, schauen wir uns den mal an, was der so kann. Und da. Wenn ihr Lust habt, lasst etwas da. Würde mich freuen. Vielen Dank. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Ah, guck mal, es gibt sogar ein Turnier hier. So Armschiene halten, pass auf. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich den zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Ja, spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du worauf besser schießt bist, kannst du denn dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz. Okay, warte mal. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Oh. Das war's. Zwei Fälle abgeschossen. Nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Gut, dann lass uns anfangen. Ich habe gerade überhaupt nicht mal richtig üben können. Wie dumm ist das denn? Das ist doch bescheuert. Na gut.
So, einen Bogen rausholen. Oh, Alter. Ist auch bescheuert, wenn man nicht üben durfte vorher, ne? Also, muss man ja mal sagen. Ey, ich krieg ja überhaupt nichts zur Reihe hier. Der hat schon 7 Punkte. Was ist denn das? Alter, ist das schwer. Überhaupt irgendwas zu treffen. Hä? Also, ich ziel doch schon immer nach rechts. Ja, super, ein Punkt. Jetzt treffe ich ein bisschen mehr, aber bringt mir natürlich nichts mehr. Ja, das war doch kacke. Bescheuerte Aufgabe, tut mir leid. Gut geschossen. Hab Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar, lass uns gehen. Oh, jetzt müssen wir einen Schwertkampf gegen den machen. Also ganz ehrlich, das ist schon so ein bisschen bescheuert. Nicht lange dauern. Ach, komm schon. Hm. Gibst du schon auf? Ach. Oh Mann. Fällt dir das? Fotze! Fotze? Ich hab Fotze genannt. Hast du genug? Nein, nicht. Komm schon, das ist doch blöd. Komm her, du. Greif du mal an. Dafür wirst du büßen. Oh, was ist denn das? Ich hab doch hier meinen Dings im Balken gerade. Okay, keine Zeit zum Ausruhen. Hat das wehgetan? Du Spaß. Na, komm her. Mein Gott.
Jawohl! Ah! Da seid ihr, die Sau. Verflucht! Verdammt! Nimm das! Da reicht doch immer gut aus, der Typ. Ich bin hier drüben. Oh. Mich dran. Blöd erwischt. Hier! Nein! Niemals! Diesmal habe ich dich besiegt im Schwertkampf jedenfalls. Wie es scheint, behalte ich meinen Bogen und du deine Groschen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst, trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank, Herr. Möge Gott mit dir sein, Schmied. Und keine Sorge, das war nicht das letzte Mal. Wir werden diese Gaukelei bald wiederholen. Sehr gut. So, ich glaube, wir verstehen den guten Mann. Nein, kann man nicht. Der Kampf war gar nicht so leicht. Liegt da Essen auf dem Boden? Für mich? Achso, ist der nicht rausgeworfen? Linsenbrei. Gut. So, und vielleicht kein Preis. Sprich mit deinem Hauptmann. Okay, sprich mir ihn nochmal an. Bete lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Und wenn und schon. Wenn schon. Hüte deine Zunge. Ein paar meiner Männer haben ihn bereits besiegt und es gab nie Probleme. Doch du könntest der Erste sein. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Okay. Ab ins Rathaus. Melde dich beim Vogt. Komm, da läuft der eingebildete Fatzke. Vielleicht gehen wir mal an ihn vorbei und trällen ein Liedchen. Loser, Loser, Loser. Boom. Okay, sollen wir vielleicht nicht machen. Gehen wir mal hier rein und schauen uns mal an, wo der Vogt denn sein Revier hat. Oh, am anderen Ende der Stadt. Das war ja zu erwarten. Das Bogenschießen müssen wir auf jeden Fall nochmal üben. Denn irgendwie, das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. Das war schon ein bisschen complicated, fand ich. Ich habe eine Kirche entdeckt. Oh, nicht schön. So, je nach werde ich auch mal schlafen gehen. Also nicht ich, sondern Heinrich. Denn das fehlt ihm, glaube ich. Mit ein bisschen Schlaf. Oh. Ein buntes Treiben hier auf den Straßen. Lass mir helfen, du altes Weibstück. Oh, hier. Da wollen wir hoffen, dass wir nicht an den Stock kommen hier. Ich bin so eine Pranger. So, du hast entdeckt den Krämer. Ja, gehst hier rein irgendwie zu dem Typen. Schild wird größer. Du hast entdeckt Schreiber. Nee, das wird es wohl nicht sein. Ja, vielleicht doch. Wir sind auf jeden Fall ziemlich dicht dran, ne? Ja, okay. Gucken, wo wir den finden hier. Gemüse, Leute. Hier drin vielleicht? Okay, das ist der Rüstmeister. Der wird es nicht sein, logischerweise. Den Bäcker haben wir auch entdeckt.
denn hier drin? Okay, auch eine Händlerin. Gehen wir mal hier hoch. Jo. Na, komm rein. Keine Ahnung. Was ist das hier? Gucken wir mal, wer das ist, wenn das. Der Vogt, da reden wir mit ihm. Glück und Gesundheit. Gibt es Neuigkeiten? Machen wir nochmal. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Wir regeln das jetzt. Kühn, das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ja. Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor, der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern. Und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Natürlich nicht. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Wow, ich habe schon mal gleich Gold bekommen. Oh, mal gucken, wer kann mir das lesen beibringen? Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Okay. Alles Gute. Gut. Dann lass uns mal unsere Rüstung holen. Hol eine Ausrüstung im unteren Bereich der Rüstkammer ab. Okay, da waren wir gerade eben drin. Ist ja nicht so schwierig, da hinzukommen wieder. Gute Frau, sind nicht weit gekommen. Hallo. Gott sei mit dir. Und mit dir. Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Aha. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ah, okay, das können wir noch nicht machen. Zahlen wir mal. Also, pass gut auf. Gut, aber wir brauchen ja noch unsere Rüstungssachen. Ist er das hier? Nee. Muss er mir doch noch irgendwie noch mehr sagen können, ne? Hey. Handwerker? Beste Grüße. Hä? Okay, hat er nicht gesagt, ich soll hier runtergehen und mein Dings holen? War das nicht hier? Oder wo ist das? Was ist er denn hier? Die Ladenwache. Was wollen die denn wegen Ratei? Achso. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt hier meine Sachen bekommen. War das nicht der Fall? Bin ich jetzt blöd? Hat er doch gesagt, ne? Wachdienst da. Optional, hol deine Ausrüstung im unteren Raum der Rüstkammer ab. Oh, du bist im privaten Raum. Okay, da bin ich rein. Rüstungsset. So merkwürdig.
Gut, fragen wir mal hier nach. Eine Schneiderin, ne? Schneider, Händler, Ladenwache. Sieht immer jemand, ach so, weil man hier so viele Leute, weil hier Leute einfach klauen die ganze Zeit. Deine Kleider. Wurdest du ausgeraubt? Gottverdammte Banditen. Ich muss ja so scheiße aussehen. Mach's gut. Ja, warte mal kurz. Drehen wir Nachtigall da eine Runde. Und der Ausdruck im unteren Raum der Rüstkammer. Das ist da hinten die Rüstkammer? Das ist ja nur der Rüstmeister gewesen, ne? War auch ein bisschen dumm von mir, das zu denken. Ah, okay. Wir holen mal unsere Rüstung ab. Und dann können wir nachmittags uns ja trotzdem noch mit dem Typen noch treffen. Ist ja auch merkwürdig. Habe ich wieder falsch gelesen. So viele Bettler hier im Dorf. Sieht alles schon ganz nett aus hier, ne? Auch die ganze Atmosphäre stimmt einfach bei dem Spiel, finde ich. Also, so richtig schön mittelalterlich. Also, ist mal was anderes, ne? Wenn man an die früheren Spiele denkt. Oder früheren an die anderen Spiele. So Gothic oder so, das ist ja alles mit Magie und all so ein Kram. Und hier ist es einfach nur der einfache Mann. Schon cool. Da rein? Da hinten die Rüstkammer? Ja, vielleicht. Ich rede nur mit dem Wächter hier. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Heinrich. Und? In Nains Treue zu? Herrn Ratzig Kobiller. Mhm. Ja, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Gerne. Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Okay. Ach, ich hab alles von ihm bekommen jetzt. Könnte ich irgendwas aufmachen? Das ist sehr schwer. Ja. Na gut. Also, gehen wir mal da runter. Und dann gehen wir. Okay, gehen wir hier zurück und treffen den zwischen 11 und 19 Uhr. Wie spät haben wir es denn jetzt? Jetzt haben wir es 12. Na, vielleicht schaffen wir es trotzdem noch dahin. Ich muss mal kurz gucken, ob ich mich umziehen muss. Machen wir gleich mal mit den Werten. Okay, also wir haben nicht so viel bekommen von denen, aber das würde ja reichen für uns. So. Na gut. Dann lass uns da nochmal hinlaufen. Müd ist er. Das sieht man an meiner Energie, die ist ja nicht mehr voll da. Da müssen wir mal gucken, dass wir nochmal vielleicht uns ein bisschen hinlegen können. Ich weiß ja nicht, dass es heute sein muss, wo ich mit denen das machen muss, ne? Steht da nur. Wo ist der nochmal? Na gut, wir laufen jetzt nochmal hin. Sind wir gleich da. Ich muss schon durchgucken. Dumm die Dumm. Schönes Pferd. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Oben läuft eine Wurst links.
Beispiel hier. Reden wir mit der Nachtnebelwache. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. In diesen Kleidern meldest du dich zum Dienst? Ich habe nichts Besseres. Selbst mit einer Mistgabel sähst du bedrohlicher aus. Lass dich zuerst ausstaffieren. Also gut, ich hole mir etwas. Was? Hab doch Klamotten angehabt. Nicht die besten, aber schon ein bisschen. Warte mal. Also Becken haben wir drauf, leichte Polster, gepolsterte Rüstung ziehen wir an. Das Ding ziehen wir halt aus. So? Was anderes habe ich ja nicht bekommen von denen, ne? So, nochmal. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Super. Es kann losgehen. Sieht trotzdem ein bisschen Panne aus. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Ja, da bin ich. Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich möchte Herrn Ratzig dienen. Ich will Herrn Ratzig dienen. Aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Okay. Das gehen, falls du ihm folgen musst, sollst du nicht Matthäus rennen, sondern gehen. Auf dieser Weise verlierst du die Person nicht und rennst nicht einfach davon, okay. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Na nun? Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Super groß. Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius, der Schreiber. Scharf wie ein Schwert und Knoblauch, und der Kerker. Böse Geister will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Da war ich schon, um einen Ring zu holen. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Nett zu wissen. Alles fürs Haus, den Garten und das Feld. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Wenn nicht zur Kirche, dann schäd dich zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser... Mal hören, was hier los ist. Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall. Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Inwiefern belästigt sie dich? Was ist das Problem? Das ist mein Laden. Und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg. Und es gibt genug Leute, die sie anbetteln kann. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Gib Jana Almosen. Wir werden der armen Jana beide etwas spenden. Wir sind doch gute Christen, oder?
Also sollten wir dieser armen Seele beide etwas geben. Und was dann? Dann wird Jana ihrer Wege gehen. Ohne Widerrede. Bist du jetzt König Salomon oder was? Oh, es klappte. Wunderbar. Möge Gott dich segnen und dich auch, Herr Schmied. Werde keinen Ärger mehr machen. Danke. Danke. Herrgott, einer schlimmer als der andere. Naja, haben wir jedenfalls geschlichtet den Streit. War das gut? Stimmt, ne? Gesehen, wie unparteiisch ich bin. Wie gut ich zwischen den Menschen vermitteln kann. Als guter Christ. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Es ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Harnusch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapern, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschek, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst im Mähren, dann im Himmel. Herr Harnusch verwaltet das Lehen, bis er Hans mündig wird. Die sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Du hast gelernt, Jan Vögelchen Jeschek. Stattlicher Soldat vor uns, ne? Und hier noch so eine Straßentöhle. So, das muss ich jetzt wegjagen, ihr Hund. Ne, jetzt muss ich nicht. Mehr Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Das ist schön. Was jetzt nicht so ist. Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Oh Gott, es gibt Geschichten hier im Dorf. Schau her. Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Hä? Den kenne ich bestimmt. Das ist einer aus meinem Dorf. Haben wir es bequem? Almosen, bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn Herr Harnusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Okay. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Wie denn jetzt hin? Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Achso, da wollten wir ein bisschen Wald und Wiese zeigen. Gut, gut. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Mann, ist das eine aufregende Wache, die ich hier habe. Und so geht man so schnell. Das ist natürlich der sensible Stick hier. Da muss man natürlich genau so gehen, dass man nicht zu schnell ist, so wie jetzt. Und nicht zu langsam, dass man nicht hinterherkommt. Ich habe ein Nest entdeckt. Man kennt sich hier gut aus, ne? So, doch nicht. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Ja. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Skalitz getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch.
Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. So. Die eine Schenke. Na, was denn du? Der Wert, okay. Das Rataya-Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanus Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanus ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Na? Herr Hanus denkt wahrscheinlich fortschrittlich. Stillstand war aber schon auch tödlich damals. Ist auch nicht die Kirche hier, die bettelt auch. Warum schmeißen sie nicht raus? Komisch. Das ist doch komisch, oder? Das ist auch eine Bettlerin da. Das ist doch nicht. Das ist wahrscheinlich nur, weil es eine Frau ist. Männer mag er nicht. Steht hier auf Frauen. Hier ist der Urinfluss hier. Im Boden. Gute Nachbarn, mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ach ja, ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moimir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Hab alles ja, verloren. Schätze schon. Mein Heim, also, meine wo Familie, steckt er? Mein Auskommen. In der Schenke. Zeig Gnade. Also. Ginge auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Sau witzig. Gehst du mal bei der Wache einfach mal ein Bier trinken? Nicht verkehrt, der gute Mann. Und der Schenke hier gleich? Und das ist so. Ach guck, da sitzt er. Hallöchen. Hier, wohl bekommst. Und da ist auch noch Herr Hans Carbon. Jetzt gibt's Ärger. Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Ah. Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Ich. Schweig und beweg dich. Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Hä? Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Wir dürfen trinken? Na gut. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Läuft er über heiße Kohlen? Hallöchen. Bist du ein bisschen dumm? Oder ist der Alkohol so stark? Du brennst gleich. Na gut. Wenn er meint. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Mich auch, dieser faule Sack. Meine Rede. Gerade jetzt, wenn wir jedes Paar Augen brauchen. Man kann nie wissen, wann die Kumanen kommen. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Klingt gut. Warum nicht? Was ist das für ein Spiel? Zeig es mir. Würfel über Leiter legen? Also, du hast gelernt. Was muss man machen? Wie sind denn die Regeln? Hilfe. Zack. Also, willst du ein Glücksspiel frönen, kannst du dich in jeder Schenke, die etwas auf sich hält, am Würfelspiel Fakle versuchen. Ziel dieses Spiels für zwei Spieler ist es, als Erster eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. 6 Würfel werden geworfen und die Spieler wechseln sich ab. Punkte gibt es für jede 1 und 5, sowie für mindestens 3 gleiche Augen einer Zahl. Der Punkte wird wie folgt. 1 ist 100 Punkte wert. 5 ist 50 Punkte wert. 3 gleiche Augen sind 100 Punkte. Multipliziert mit den Augen wert. Beispielsweise 3 Vieren sind 400 Punkte.
Und 3 Einsen sind 1000 Punkte wert. 4 gleiche Augen sind das Doppelte der Punkte für 3 gleiche Augen. Wert zum Beispiel 4 Vierer sind 800 Punkte wert. 5 sind 1600 wert, okay. Die Anzahl an Punkten, die du erzielen musst, die bisher erzielten Punkte, Zwischensumme dieser Runde, Gesamtsumme der eben ausgewählten. Der Zug eines Spiels beginnt immer mit dem Werfen aller 6 Würfel. Danach wählt der Spieler aus. Wir machen es mal. So, wir würfeln, legen wir den beiseite? Ne, warte mal. Legen wir den beiseite. Ah, guck mal, noch eine 5. Wie läuft man davon dann würfeln? Nummer 1. Hab ich jetzt nämlich nicht gelesen, leider. Ich mache jetzt Punkten und Passen. So, 350 Punkte gemacht. Jetzt ist er dran. Oh, hat er 3 Einsen? Glaub's nicht. Alter Schwede. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Oh, wir auch. Warte mal. Ich passe und gebe ihm die Punkte hier. Einen schwarzen Büffel da? Okay, dann liegt die 1 zur Seite. Noch eine 1. Und 2 Fünfen. Das war's. Oh, noch eine 1. Mist. Richtig viele Punkte hier geholt. Das sind wieder 1000, ne? Mal sehen. Mann, jetzt zählt. Was? Hä? Ach so. Die kriegt er nur, wenn er die auf einmal hat, ne? Okay. Würfel nochmal. Aber ich glaube, ich lasse die Punkte und nehme die mit. Oh, schon wieder so viele Einsen da. Den Humpen hierher. Was hat er denn da jetzt? Die 5 und noch eine 5. Okay, ich verstehe nicht ganz, warum er jetzt die andere 5 auch mit rausgenommen hat. Okay, jetzt hat er es gemacht. So, wir brauchen noch 300 Punkte. So, das haben wir. Und dann würfeln wir weiter. Brauchen wir noch einmal 50 oder einmal 100? Da ist die 1, das ist super. Und dann sagen wir, Punkten und Passen. Verdammt! Yeah! Ganz so schlecht bin ich gar nicht. So, die Zeit läuft, die Zeit geht. Oh, das sieht aber schön aus. Das war ein Video, ne? Schade. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie 3-mal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Super. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Hier, nimm die. Ah, okay. Habe ich die Fackel jetzt drin? Natürlich nicht. So, jetzt. Und jetzt wollen wir mal die Schenke zumachen, aber erstmal mit Glocke läuten. Da laufen wir mal hin. Weg da aus dem Weg, sonst verbrenne ich dich. Ja, und dich verbrenne ich auch, Hexe. So. Dauert noch ein bisschen, bis wir unten ankommen. Hat er einen Wolf? Ein Wolf. Oh, alle kleine Lämpchen in der Hand. Freut mich sehr, dich zu sehen.
So, da unten ist die Glocke. Dreimal läuten. Wird man durch ganz Ratei, also im ganzen Dorf hier. Müsste man ja irgendwie, ne? Hallo? Drüben. So, wo ist die Glocke? Da ist die Glocke, da sehe ich die auch schon. Da wollen wir Klingelbimbelim machen. Die Händlerschenke am Markt zu. Ist die da oben gewesen? Ja, oder? Sind doch gerade eben dran vorbeigegangen, wenn ich mich recht entsinne. Hier mal gucken. Ja, okay, die war das. Er erzählt mir, ich würde im Schlaf schreien oder ich war von allein auf. Da ist die Schenke. Hoffentlich macht der Wirt auch zu und macht uns keine Scherereien. Das wäre doof. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Gott schütze Ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Okay, der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Ratei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein, tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Oh. Also, muss ich echt gegen ihn kämpfen auch noch? Och, Mann. Fotze! Das wird dich lehren, wenn du mit deinem Herrn sprichst. Verpass ihm eine Lektion, die er nicht vergisst. Weiter, edler Herr, maßregeln. Cordova Fix! Zeig es diesen Falsch. Oh, ich habe ihn einmal getroffen, auf jeden Fall. Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still! Halte deinen Mund. Du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend. Was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung.
Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, so, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Carpon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Carpon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Mein Gott, ich mache ja rasche Aufstiege hier. Jetzt arbeite ich schon für einen edlen Herrn. Gespeichert wurde auch. Sehr gut. Wachdienst haben wir auch abgeschlossen. Hey du, es ist verboten, hier in der Nacht ohne Licht rumzurennen. Achso, warte. Fackel. Okay, müssen wir irgendwie mal pennen, oder? Wo können wir denn schlafen hier? Gibt's hier irgendwo... Kurz auf die Karte gucken. Triff dich, ich will mich nicht mehr treffen. Irgendwo pennen. Wo kann ich denn schlafen hier? Muss doch hier irgendwo... Okay, ich habe ja nicht wirklich einen Ort, wo ich schlafen kann, oder? Mir wurde auf jeden Fall noch keiner zugetragen. Vielleicht kann ich hier in der Schenke schlafen, pass mal auf. Haben die ja da irgendwie ein Zimmer, was er mir anbieten kann. Reden wir mit ihm, ist das der Schenkenheini? Nee. Schankmaid, bleib mal stehen, ich will mit dir reden. Mit dem Wirt. Hast du ein Zimmer für mich? Glück und Gesundheit. Hallo. Okay, warte mal. Warte mal, hat er mir irgendwas hier... Braucht ihr irgendjemand Hilfe bei irgendwas? Ob jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte es was für dich geben. Herr Hanusch veranstaltet in der oberen Burg wieder das Rattaier-Turnier. Da wird immer so viel gekämpft, dass den ganzen Tag was los ist. Du kannst dich bis morgen anmelden, falls du denkst, dass du gut genug bist. Oh, und noch was. Du bist der Sohn des Skalitzer Schmieds, oder? Der Vogt kann dich sicher gebrauchen. Er hat ein paar Aufgaben für die Skalitzer Flüchtlinge, aber weiß nicht, wer sich wofür eignet. Hat erst gestern deswegen rumgejammert. Oh, und noch was. Alter! Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Machen wir. Okay, ich kann auf jeden Fall nicht bei ihm schlafen, aber vielleicht hat das Schankmaid-Vibe irgendwas für mich. Mein Gott, du siehst aus, als wärst du überfallen worden. No. Lebe wohl. Okay. Scheint kann ich dort nicht. Wo kann ich denn schlafen? So, irgendwelche Plätze für Wächter geben oder so, ne? Oder gibt's sowas nicht? Mann, muss ich mal kurz gucken, ob es hier irgendwas gibt. Also, Questgeber, Krämer, Händler, Bäcker, Questgeber, ja, ist so schön, dass es so viele Questgeber gibt. Pass auf, wir gehen nochmal zum Lager.
Ich habe keine Ahnung, wo ich sonst hin soll. Jetzt gehen wir einfach zum Lager. Können wir da irgendwo pennen? Bin mir gerade nicht sicher, weil ich habe hier irgendwie gar keine... Ich weiß, ich könnte beim Müller wahrscheinlich wieder schlafen, aber... Das ist nicht Sinn der Sache, oder? Vielleicht habe ich noch nicht aufgepasst. Hat er mir irgendwas... Hat der Typ mir irgendwas gesagt, wo ich irgendwo schlafen kann? Bin mir nicht mehr so sicher. Ach, guck mal hier. Will ich mich doch hier schlafen? Was soll's? Ob ich das darf, weiß ich nicht, aber ein bisschen Ratten ist doch nicht so verkehrt. So, wir schlafen jetzt einfach mal. Da, 9 Stunden. Komfort ist natürlich nicht so toll, aber... Du schläfst in einem fremden Bett, bist du verrückt? Raus hier oder es kracht! Oh. Was fällt dir ein, in einem fremden Bett zu schlafen? Ja, sorry. Ich habe mich mitten in der Nacht geweckt, hat mir jetzt nicht so viel Ruhe gebracht, das Ganze. Na gut, gehen wir hier mal raus. Nee, da müssen wir raus. Das ist auch, hier ist auch ein Lager, ne? So, dann lege ich mich hier nochmal hin. Mal wieder unsanft geweckt werden? Sie mich da gerade rausgejagt? Hä, wieso kann ich da nicht schlafen? Da ist doch keiner. Aber jetzt. So, lass mich mal bitte durchschlafen hier. Ich geh wecke. Ah, guck mal. Jetzt regenerieren wir auch ein bisschen Energie. Ja, wunderbar. Nicht, dass ich mich mitten ins Getümmel stürze. Welches Getümmel? Sigismund ist fort. Aber noch wimmelt es überall von seinen Schergen. Ich bin kein Kämpfer. Abgesehen davon gibt es keinen Grund, jetzt zu gehen. Gut. Die Sachen sind gut versteckt. Und wovon sollen wir in der Zwischenzeit leben? Von Luft und... Das Turnier findet heute statt. So schlimm ist's nicht. Nicht schlimm? Ich hatte eine... Kannst du mal kurz gucken, was hat er jetzt gesagt um wie viel? Okay. Gut. Ja, eiern wir doch mal dahin. Oh. Ich weiß nicht. Den Topf vom Essen. Danke. Ah, frisch gestärkt. So. So, wir gucken mal kurz die Karte nochmal. Wir müssen uns mit dem Typen auf der Jagd treffen. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Das reicht doch erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und tschüss.